Das wird jetzt hier nur so ein kleiner Technikraum mit Lag, mit ein bisschen Redstone und dann den Engines. Und der Raum muss groß genug sein, um eine vorübergehende Biofuel-Produktion anzuregen. Wie mache ich das denn dann? Ich würde mal sagen, dann, hallo Spinne, du bist jetzt da oben, du bist jetzt hier. So, ich würde mal sagen, dann verbinde ich die beiden Räume hier direkt. Dann machen wir daraus einen Raum, weil hier drüben ist ja der nächste Filler und da muss dann auch wieder ein bisschen Technik mit ran. So. Da ist er. Mache ich das mal. Ah! Doof. Scheißen Dreck. Jetzt muss ich das Ding komplett nochmal neu setzen und seinen RAM markieren. Aber ich habe keinen Strom mehr. Das heißt, ich muss hier irgendwie raus. So. Und erstmal meinen Strom auffüllen. Strom. Was ist da drin? Da ist so ziemlich gar nichts drin. Dann gut, dass ich hier Holzkohle brav gemacht habe. Hier habe ich noch 8 Zinnbarren. Zinn da rein, Kupfer da rein, Kupfer. Da, ja, da passt es. Da Setzlinge, da Setzlinge. Da und da. Da habe ich schon über ein Stack, das ist gut. Die Bienen packe ich auch erstmal da mit rein. Bronzebarren können dahin. Ein einziger Diamant. So, dann jetzt hier das Fettpack rein. Und ich werde mir hier nochmal das Ding rausholen. Jetzt brauche ich nochmal zwei Maschinen. Das ist einmal die der Fermenter. Da brauche ich Bronzezahnräder. 4 Stück. Das heißt, ich brauche eine ganze Menge Bronze. Das dauert jetzt sowieso eine ganze Weile. Na, mach erstmal. Was ist denn da noch drin? 10 Stück. Du machst hier weiter Holzkohle. Erstmal die. Was kann ich denn hier raus machen? So. 22, ja. Wenn ich jetzt eine Sturdy Machine hätte, aber wenn ich mir die baue, obwohl da fehlt gar nicht so viel. Da fehlen eigentlich genau 2 Bronze. Die hätte ich hiermit jetzt. So. Das heißt, ich brauche noch mal 4 Zahnräder. Vier habe ich gesagt. So.
dann daraus Cobblestone Zahnräder machen. Na, so. Daraus Bronze Zahnräder. Das, die in die vier Ecken und dann das Glas. Habe schon mal einen Fermenter. So, dann brauche ich erstmal dich. Nimm damit mal auf. Mach mal damit. Aber auch nur ein paar. Habe ich irgendwo Sand? Garantiert nicht. Was machst du? Du machst mir. Du hast mir schon eine ganze Menge Zinn gemacht. Packen wir das mal dahin. Zinn, 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 Zinn. Ja, jetzt habe ich hier drei verschiedene Zinnarten. Das müsste ich eigentlich alles in Macerator stopfen, damit das nicht so eine Sauerei gibt, aber naja. Was wollte ich denn jetzt explizit? Sand eigentlich. Sand habe ich hier aber nirgends. Oh. Drei. Dann nehme ich mir hier mein ganzes Deck Sand raus, hau das in der ein ganzes Deck Stein. Habe ich den jetzt aus Versehen neben das Inventar geschmissen, dass es der Backpack aufgesammelt hat? Na egal. Hol ich mir hier nochmal ein ganzes. Oder habe ich mir Dirt geholt? Das wäre auch fail. So, Cobblestone natürlich da rein. Stack. So. Das kann jetzt der Backpack aber aufsammeln. Was hat der hier? Der hat keine Kohle mehr. Also kein Holzkohle. Dann kriegt er nochmal was. So, hier haben wir es Cactus Green. Das können wir uns gleich weiterverarbeiten zu Pipe Waterproof. Da muss ich jetzt mal gucken. Wo hatte ich denn hier? Habe ich meine Pipes? Ich brauche aber mehr. Waren das Cobblestone? Cobblestone, ja. Dann mache ich mir noch mal. Ach, was soll der Geiz? Davon kann man nie zu wenig haben, zu viel haben. Mach mir noch mal eine gesunde Anzahl. Davon werden dann erstmal drei zu waterproof. Dann brauche ich zwei Wooden waterproof. Und dann bräuchte ich eigentlich auch Gold Pipes. Dies ist alles doof mit diesem einen Macerator, das dauert jetzt ewig. Aber ich brauche halt auch Sand, um mehr Kakteen anzupflanzen. Außerdem müsste ich jetzt mal gucken. Mittlerweile habe ich Chesten. Nee, habe ich nicht dabei. Habe ich die jetzt unten gelassen oder? Da. Nee, da. Nein, da nicht. Chests sind weg. Da. Eigentlich reicht eine, aber naja. Es wird dunkel, das heißt Tür zu und erstmal schlafen. Gute Nacht. Ja, wir haben es jetzt auch schon wieder 10:45. Eigentlich würde ich spätestens um 12 Uhr ins Bett gehen. Also mittags. Ich hatte doch da noch ordentlich Holz. Da noch ordentlich Holzkohle, genau. Nochmal 16. Dann hauen wir hier nochmal 16 rein. Wo ist mein Bedpacken, by the way? Da ist es. Hauen wir da nochmal ein bisschen Strom rein.
dass es zumindest relativ gefüllt ist. So. Zack. Und jetzt geht's los. Ja, man könnte sich übrigens auch Emperor's Chest und Emperor's Backpack machen. Also für die Bienen und so. Aber im Moment, erstens kann ich das glaube ich noch nicht. Ne, kann ich sowieso noch nicht. Und zweitens sehe ich da im Moment noch keinen Nutzen für, solange ich nicht mit der Zucht anfange. Und mit der Zucht werde ich frühestens anfangen, wenn ich endlich mal meine Baumfarm zum Laufen gebracht habe. Und habe ich was zu essen dabei? Yep, habe ich zufällig sogar. So, dann wird hier jetzt gesprintet. Wie gesagt, der Weg, der ist jetzt ein bisschen weit, aber ja, was werden wir machen? Das ist halt das Problem, weil die Dinger nicht in jedem Biom arbeiten, sondern immer nur in dem Biom, in dem sie sich wohlfühlen. Wenn ich da jetzt das Ding bei mir zu Hause anschmeißen würde, würden sie sagen Hostile Environment, das heißt, die sind in einer Umgebung, die ihnen nicht gefällt. Und dann machen sie nichts. Das wäre ungünstig. So, irgendwo ein Creeper bestimmt. Was ist denn das da oben? Ist es ein Schattenfehler? Ich glaube schon. So, die arbeitet immer noch. Die hat hier kaum Lebensenergie verloren. Genau wie die. Ich ahne warum. Ich bin so weit weg, dass die Chunks hier nicht geladen werden. Da muss ich einen Chunkloader-Block setzen. Dafür habe ich natürlich nichts dabei. Da brauche ich Lapis und Eisen. Ist das alles doof. Hier ist übrigens eine ganze Menge Clay, wie es aussieht. Ist das Clay? Ja. Könnte ich mir jetzt mitnehmen. Mache ich, glaube ich, auch mal schnell. Ich weiß nicht, ob das automatisch in meinem Diggers Backpack deponiert wird oder nicht. Aber wir werden es gleich sehen. Na, sieht so aus, denn es scheint es nicht im Inventar zu haben. So, da unten ist noch mehr Clay, da drüben ist noch mehr Clay. Ich werde mir jetzt aber nicht alles mitnehmen. Das da. Dann gehe ich nochmal kurz hier hin, hol mir das Zeug mit. Erstmal nur damit wir wieder. Obwohl, ja, was heißt damit wir wieder ein bisschen was haben? Eigentlich haben wir ja eine ganze Menge. Aber um so ein bisschen die Reserven aufzustocken, denn wie gesagt, irgendwann will ich auch mal was Nettes mit Bricks bauen. Also mit Ziegelstein. So, da ist nichts mehr, dann hier raus. Ja. Und ich werde definitiv auch Chunkloader-Blocks an der Baumfarm anbringen, dass die Bäume weiter wachsen, während ich nicht in der Nähe bin. Wenn wir schon mal am Lehmfarmen sind, ne, kann ich mir das auch gleich mitnehmen. Auch wenn wir gerade nicht deswegen hier sind. Die Gelegenheit ist im Moment da, also machen wir's. So. Und wieder nur 10 Frames und total lag und so. So, hier ein bisschen auftauchen, ein bisschen abtauchen. So, ein bisschen Ei, das interessiert mich nicht. Ich dachte, das wäre Leben und habe mich gerade gefragt, wie kommt ihr dahin? Aber das ist ja gar kein Leben, also ist egal. So, Hühner, haut ab, ich mag euch nicht. Dann geht's da drüben weiter, da ist noch ein Ei. Wie viele Eier hier rumliegen, das ist auch unnormal, finde ich. Hüpf. Hüpf. Hüpf.
So, da drüben haben wir schon unsere Gummibäume wieder. Da haben wir unser trautes Heim. Da geht es dann runter. Und jetzt muss ich mal gucken. Das war, glaube ich, 8 Eisen. Und ein Lapis Lazuli. Ein Lapis und 8 Eisen. Genau, Teleport Tether heißen die Dinger jetzt. Da kriege ich jetzt auch nur 4 raus. Was heißt nur 4? Ich weiß gerade gar nicht, was ich in der vorherigen Version gekriegt habe. Und warum heißen die Dinger Teleport Tether? Weil die ursprünglich aus dem Teleport Pipes Mod kommen, beziehungsweise Additional Pipes für Buildcraft. Und die sind halt eigentlich dazu da, dass halt die Teleport Pipes auch in Chunks funktionieren, die gerade nicht aktiv geladen sind. Aber man kann die natürlich auch benutzen, um alles andere permanent geladen zu lassen. Ich weiß nicht, wie sehr sich das auf meine Performance auswirkt. Ich habe jetzt in dem alten Let's Play, nachdem ich die Chunk Loader Blocks eingesetzt habe, habe ich jetzt nicht gemerkt, dass die irgendwie oder dass meine Performance dadurch besonders weit abgefallen wäre, im Gegensatz zu dem, wie es vorher war. Also würde ich mal sagen, ist es ein Versuch wert, weil die Bienen ja doch relativ weit weg von dem sind, was ich hier so sonst mache. Und die sollen ja weiterhin ihr Zeug produzieren und so weiter und so fort. Von daher will ich nicht die ganze Zeit daneben stehen bleiben. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich den Block hier hinsetze, was wird dann alles geladen? Auf jeden Fall wird der im äußersten Schrank geladen. Das ist gut. Wird der da drüben auch geladen? Machen wir die Linie mal hier. Ja. Der ist auch noch locker inmitten dieser Linien. Ich glaube, das geht sogar da, genau, es geht da sogar noch einen Schrank weiter und hier bin ich an der äußersten Grenze, aber der Schrank wird auf jeden Fall mitgeladen. Gut. Dann reicht dieser eine Chunk-Loader-Block schon aus. Und ich kann hier jetzt mal... Nein, ich will keinen zweiten bauen. Ich kann hier jetzt mal reingucken. Dieses Silky Comps, das ist das, was ich dann brauche für meine Backpack-Erweiterung. Die muss ich dann in die Zentrifuge schmeißen. Und eventuell kommt da dann was anderes raus. Also ich bin ziemlich dumm. Warum schmeiße ich den Cobblestone in den Macerator, wenn ich mir hier massenhaft Sand so farmen kann? Da farme ich mir einfach auch noch mal ein bisschen was. Ein paar Stacks. Und gut ist. Lag. Tue ich das mal weg. Hey, mein Backpack, der ist schon relativ gut gefüllt. So. Zack. Zack. Dann da lang. Und noch mehr. So, dann haben wir hier eigentlich genug. Wie viel haben wir denn jetzt an Sand? Ich habe ein Stack, zwei Stacks, 2,5 Stacks. Mache ich nochmal 2 rein. So. Tralalala, so geht das doch schnell.
Danke übrigens für denjenigen, an denjenigen, der mir den Tipp gegeben hat, dass der Trick mit dem Drill, dass es so schnell abgebaut wird, dass es an der Entfernung von mir zum Block liegt. Dass ich da wirklich die maximale Entfernung habe und dann anfangen kann zum Laufen, zu laufen.